Bei Sklaverei geht es heute nicht mehr um Menschen mit schweren Ketten an den Handgelenken oder Fußknöcheln. Aber Sklave ist, damals wie heute, wer als Eigentum eines anderen Menschen behandelt wird, wirtschaftlich und rechtlich von ihm abhängig ist. Die Ketten sind unsichtbar, aber durch Armut und Gewalt eben trotzdem da. Zwangsprostitution ist eine Form der modernen Sklaverei. Gewaltsam werden Mädchen und junge Frauen verschleppt. Oder ihnen wird ein besseres Leben versprochen, zum Beispiel in Westeuropa. Spätestens am Zielort werden den Mädchen und jungen Frauen Papiere und Handys abgenommen. Und damit wird die Verbindung nach Hause gekappt. Sie werden gezwungen, als Prostituierte zu arbeiten. Eine Situation, aus der sie kaum entkommen können. Kinderarbeit ist ebenfalls eine sehr gängige Form der Sklaverei, überall dort, wo große Armut herrscht. Die Kinder arbeiten, damit die Familien überhaupt über die Runden kommen. Oder weil ihre Eltern verschuldet sind. Die Kinder arbeiten also Schulden ab. Auf Plantagen, in Minen oder auf Müllkippen. Oft unter härtesten, sogar lebensgefährlichen Bedingungen und nur minimal entlohnt. In Krisen- und Kriegsregionen werden Kinder außerdem unter Androhung von Gewalt gegen sie oder gegen ihre Familien gezwungen, als Soldaten zu kämpfen. Auch die Situation der Arbeitsmigranten im Fußball-WM-Land Katar hält dem Vergleich mit der Sklaverei stand. Wer als Ausländer in dem Emirat arbeiten will, macht sich komplett von seinem Arbeitgeber abhängig. Der ist verantwortlich, wie und wo der Arbeiter untergebracht wird und für die Arbeitsbedingungen. Der Boss entscheidet außerdem über alltägliche Dinge wie die Erlaubnis, Auto zu fahren oder ein Bankkonto zu eröffnen. 45,8 Millionen Kinder, Frauen und Männer leben und arbeiten laut dem Global Slavery Index unter solchen Bedingungen.